Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo! Hallo! Das hat erstaunlich gut funktioniert nach der langen Zeit, wo ich das nicht mehr genutzt habe. Ich habe auch ganz kurz innerlich Panik geschoben. Nein, wissen wir das Intro noch? Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist immer der beste Trick. Ich habe echt nicht drüber nachgedacht, bis ich anfangen musste zu reden. Du konntest mich ja gerade auch gar nicht tanzen sehen, weil heute ja leicht anderes Setup, aber ich habe getanzt. Genau, richtig. Heute mal ohne Bild für uns beide. Mal sehen, wie gut das funktioniert, auch nach sehr langer Zeit, weil wir hatten ein bisschen vorproduziert, dann noch Ellies zweiten Teil dazwischen geschoben. Eine Folge musste leider doch ausfallen, aber wir waren, glaube ich, ungefähr 3 Monate nicht da. Also erst warst du nicht da und dann war ich nicht da und deswegen ist auch dann eine Folge einfach ausgefallen. Und du warst ja vorher auch noch beschäftigt, also das muss man ja mental noch dazu zählen. Ja, genau. Also, genau. Aber jetzt sind wir wieder da und haben Dinge erlebt, die wenig mit Japan zu tun haben. Weil ich war in Amerika, muss ich nicht nochmal hin. Ich war in Deutschland. Genau. Musst du auch nicht nochmal hin? Nee, Spaß. Ja. Ab und zu muss ich das wohl, ne? Aber es war ja zum Glück nicht nur langweiliges Deutschland und oh je, Familie. Ich war übrigens tatsächlich happy zu Hause sein. Ich stelle es immer so negativ dar, aber alles gut. Ja. Ich war in Deutschland, dann in den Niederlanden und in Dänemark und in Norwegen. Business Trip, ne? Mal wieder mit vielen Japanern. Das heißt, du hast trotzdem ein bisschen was über Japan gelernt, was auch ganz interessant ist. Möchtest du berichten? Ich weiß zwar gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber das Ganze war natürlich immer ein großes Chaos. Mhm. Aber der Business-Teil hat mit Dänemark dann angefangen und ich bin halt sehr viel mit meinem Boss rumgelaufen. Also der Department Head ist das. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch wäre. Leiter? Abteilungsleiter. Abteilungsleiter, ja, genau. Also er ist ein älterer Mann. Nicht super krass alt, aber so Ende 50 vielleicht. Und das bedeutet natürlich, der weiß sehr viel über Japan als Japaner. Einfach nur, um den Kontext ein bisschen zu beschreiben. Und der erzählt dann immer ganz gerne so ziemlich unprompted irgendwelche random Facts. Und das, worauf ich zwar hinaus will, war gar nicht so unprompted, aber das kommt bei ihm halt schon mal vor tatsächlich, dass er so Dinge erzählt. Sehr japanische, traditionelle Sache ist ja zusammen abends auch mal hier Nomikai oder Tabehodai, also zusammen essen zu gehen, trinken, all you can eat, all you can drink, manchmal. Mhm. Und das ist an einem Abend passiert, weil nicht nur mein Abteilungsleiter, sondern auch der Chef der Firma waren dort, das war in Amsterdam, weil wir dort so ein Mini-Office haben und die Angestellten aus dem Office sind dann auch dazu gekommen. Also das heißt, wir haben da einen Mix gehabt von den japanischen oder den auf der japanischen Seite Angestellten und die Japaner tatsächlich, die in Amsterdam angestellt sind, haben sich dann getroffen. Und dann haben wir halt zusammen Abend gegessen. Es gab kein All You Can Eat and All You Can Drink, logischerweise. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so viel in Europa, ne? Mm-mm. Ich weiß gar nicht, ob All You Can Drink überhaupt noch erlaubt ist mit Alkohol. In Deutschland nicht, glaube ich. Ja, ich weiß es auch wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ist das relativ japanisch und überhaupt der Gedanke, oder dass man das tut, obwohl es das natürlich auch anders in anderen Ländern auch gibt. Aber okay, also dieses Setting hatten wir. Und dann saßen wir zusammen und haben gegessen, haben uns über die übrigens interessanterweise zum allerersten Mal in meiner persönlichen Erfahrung sind dann wirklich so Dinge besprochen worden, die man nur über Alkohol bespricht. Ach, tatsächlich? Das ist ja so ein, interessant, ja. Auf jeden Fall. Also mit meiner Abteilung, das sind alles, also nicht alles, aber sehr viele Europäer, Western, nicht mal Europäer, halt internationale Leute. Und auch die Japaner, die in meiner Abteilung arbeiten, sind relativ international geprägt, sagen wir mal so. Oder haben zumindest Wissen, wie man mit internationalen Menschen umgeht. Die sind alle relativ offen. Ja. Auf jeden Fall passiert in den Trinkmomenten dann jetzt nicht besonders irgendwie nichts Unverhofftes, sage ich jetzt mal. Oder nichts, womit man nicht irgendwie schon rechnen konnte. Und jetzt das erste Mal, ne, vor allen Dingen auch noch mit dem Chef der Firma dabei, haben zwei der Kolleginnen haben richtig tief ins Glas geguckt und dann wurden die Topics auch
Also tatsächlich über die Arbeit, über Sachen, die auf der Arbeit schief laufen, Menschen, über die sich unbedingt beschweren wollten, so tief ausgepackt, dass ich dachte, wow, uiuiui. Krass, das darfst du dir halt in Deutschland irgendwie keinen Alkoholpegel leisten. Aber in Japan höre ich zumindest immer wieder, ist das ja okay. Über so ein paar Bier darf man das durchaus machen und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Ja, genau. Krass. Also wir schauten alle so in die Gläser und dann meinte eine von den Kolleginnen so, ach ja, wenn wir Karaoke gehen wollen, dann hier gibt es auch ein Karaoke. Und dann meinte der Chef der Firma auch so, ja, natürlich, das klingt voll gut, lass da hingehen. Und zu meinem Erstaunen, übrigens, der ganze Abend war komplett auf Japanisch. Also ich glaube, das war meine bisher japanischste Erfahrung im Sinne von den ganzen Tag quasi auf Japanisch zu verbringen, auch wenn es nicht in Japan war. Ist auch irgendwie traurig, ne? Aber es ist auch interessant, dass sie das dann vor dem Chef, der nicht wirklich, es ist keine kleine Firma, in der du arbeitest, einer ziemlich großen Firma zu tun und alteingesessenen Firma, ist auch interessant irgendwie. Ne? Ja. Schon irgendwie interessant. Auf jeden Fall ist schon Erfahrung. Mhm. Und ja, dann meinten die so, ja, dann okay, lass Karaoke essen gehen. Snackable Karaoke. Ja, ich glaube, das hat mein Gehirn gerade echt gemacht. Überleitung. Tatschi. Und ich habe dann halt mit so einer Karaoke-Bar oder was auch immer gerechnet, die ich hier aus Japan kenne und wo wir halt ab und zu mal hingehen. Ne? Diese klassischen Ketten, die es hier gibt oder auch wenn sie keine Kette sind, aber du hast halt deine kleine Karaoke-Maschine, kannst du deine Songs eingeben, hast aber deinen eigenen privaten Raum und ist es relativ günstig. Ja? Es gibt dann meistens noch mit Getränk oder ohne Getränk oder mit hier Flatrate, also Nobikai oder nicht und halt diese Optionen. Aber im Endeffekt, ich glaube, das Schlimmste, in Anführungszeichen, was ich je bezahlt habe, waren irgendwie 8.000 Yen. Und das war mitten in der Nacht für, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden, weil wir so betrunken waren, dass wir nicht wussten, wie lange Ich komme gerade aus Amerika, das kommt mir nicht viel vor. Gar nicht. Richtig, es ist nicht viel, aber du bezahlst eigentlich sehr viel weniger. Ach, krass. Und wir waren zu zweit. So, auf jeden Fall, ich glaube, pro Person 8.000 bezahlt oder habe ich einfach 8, wie auch immer, ich weiß es, ich war betrunken, aber es war nicht viel. Es waren maximal 8.000 pro Person. Ja. Genau, und dann sind wir dort hingegangen zu dieser Karaoke-Bar und es war halt eine Bar. Also quasi ein größerer Raum mit so, ich glaube, maximal 4, 5 Tischen und jeder Tisch war so leicht getrennt, also die hatten dann so eine, sag ich mal, höhere Couchlehne, kann man das beschreiben, so ein bisschen Privatsphäre in so einem Halbkreis. Und an jedem Tisch sitzend hätte jetzt eine Gruppe sitzen können und dann Karaoke singen. Als wir angekommen sind, war es noch relativ früh, das heißt, außer uns war erstmal niemand dort. Und bei mir, ich musste alles so ein bisschen processen. Ne? Also wir sind da halt durch super kleine, enge Treppen hoch in quasi etwas, was aussah wie ein Privathaus gegangen. In einen Raum, der aussah wie, als wären wir gerade in den Puff gewandert. Also rote Das ist irgendwie Wände. Auch alles sehr japanisch, finde ich. Ja, auch tatsächlich. Ne? Ja. Dann war rechts, dann ich musste auf Klo und ich habe vergessen, vorher im Restaurant auf Klo zu gehen, also war ich erstmal kurz weg, weißt du, so auch gehirntechnisch nicht dabei, was gerade passiert. Bin dann wiedergekommen und dann hatten wir einen Tisch und dann hieß es, okay, Getränke aussuchen und ich wollte echt keinen Alkohol mehr trinken. Ich weiß gar nicht mehr, doch an dem Tag hatte ich meinen Vortrag schon, also das wäre egal gewesen, aber ich dachte, heute nicht so viel Alkohol und habe dann gesagt, ja, ich nehme ein paar Sodas oder so, also ich brauche keinen Alkohol, all you can drink. Das war auch okay. Und dann hat irgendwie Chef gebucht irgendwas und dann hat man sich an diesen Tisch gesetzt und dann irgendwie so 2 Minuten später kamen so 2 Frauen zu uns und haben sich dazugesetzt. Und ich dachte halt erst, ich habe mit nichts gerechnet, aber ich hatte auch zero Idee, was eigentlich gerade los ist, ne? Dass das andere Leute in diesem Restaurant einfach sind. Und das sah halt so aus, als würden wir uns vielleicht einfach einen Tisch teilen. Und es hat extrem lang gedauert in meinem Kopf zu verstehen, dass das Hostesses sind quasi. Ach, auch noch eine Hostess-Karaoke-Bar. Es wird immer japanischer. Ich bin verwirrt. Okay. Ja, also ich war durchgehend verwirrt. Und das waren noch alles Japaner in dieser Bar. Also der Besitzer und die beiden Hostess-Frauen. Und die haben auch tatsächlich nur Japanisch gesprochen. Es wird immer wilder. Gibt es so viele Japaner in Amsterdam, dass die überleben können? Oder war das einfach eine fette Ausnahmesituation für die? Da, ich glaube, auf wie sie überleben, kommen wir gleich noch. Okay. Also es gibt, glaube ich, gar nicht so viele. Ich kann keine Zahl dran pappen, aber
Der Punkt ist halt, es gibt auch nicht so viele Karaoke-Bars. Das heißt, da flocken sie vielleicht hin oder so. Und dann ist es hauptsächlich der Preis, weil es war mir nicht bewusst, wie fucking scheißen teuer das ist. Ich weiß nicht, haben wir darüber geredet? Möchtest du raten? Nee, wie viele wart ihr? Wir waren, warte, 2, 4, 5 Leute? 5 Leute. 2000 Euro. Ja, okay. Also es ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Es ist ein bisschen mehr. Also wir haben für das pure Existieren dort ungefähr 500 Euro bezahlt. Ja. Und unser Getränk, also die haben unsere einzelnen Getränke bezahlt. Und dann gab es noch ein Getränk, das quasi, ich sag mal, den Hauptanteil der Rechnung ausmacht normalerweise. Das alkoholische Getränk ist. Du kannst dann halt aussuchen, ob es ein Wodka oder ein japanischer Gin oder was auch immer das ist. Ne? So eine Flasche halt, Sake. Und er hat irgendwie eine Flasche Sake ausgewählt, die hat auch immer zwischen 200 und 300 Euro gekostet. Also noch relativ günstig auf der günstigen Seite. Aber ich glaube, insgesamt waren das schon so ein Tausi, der da so weggeflogen ist. Und ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ich wusste nicht, dass trotzdem so da pro Getränk 10 fucking Euro kostet. Ja. Das sagen dir wahrscheinlich auch nicht die guten Hostessen, die dich dazu animieren sollen, weiter zu trinken. Natürlich nicht. Also ich meine, in der Karte stand es tatsächlich drin. Die ist halt nie bis zu mir gekommen. Natürlich. Und als ich sie dann mal gesehen habe, gut, Chef hat eingeladen, glücklicherweise. Sonst wäre ich vermutlich einfach hinten über vom Stuhl gekippt, so. Aber mega oft. Aber auch sehr spannend, also abgesehen davon, dass ich noch nie vorher Karaoke-Hostessen gehabt habe, als Erfahrung. Auch habe ich das noch nie live erlebt, wie du dann halt diese Flasche bekommst und dann so ein Label dran gepappt wird. Weil wir haben die natürlich nicht leer getrunken. Und das heißt, es steht jetzt in dieser Karaoke-Bar eine Flasche, auf der steht unser Firmenname und der Name des Firmenleiters. Dass die dorthin gehen, also die auch in Amsterdam arbeiten, dürfen jetzt dorthin gehen und an dieser Flasche weiter trinken quasi. Wow, not bad. Ja, das ist echt interessant. Vor allem, dass es auch so in Amsterdam gibt. Ja, komplett japanisch. Also das war irgendwie die Frage, die hier die meisten Leute hatten, als ich das erzählt habe. Oh, aber die haben doch bestimmt gar nicht die normalen japanischen Karaoke-Maschinen. Doch, doch, es ist wirklich genauso wie die Karaoke-Maschinen hier. Also diese standardisierten, mit 1 Million different japanischen Songs kannst du alles finden. Okay, ja krass. Gab es mehr europäische Songs oder auch gar nicht? Schon, halt die normale Anzahl. Doch, doch, ich habe ein paar gesungen, weil ich kenne tatsächlich auf Karaoke-Level nicht so viele japanische Songs. Das heißt, ich war dann die dann plötzlich zwischendurch Englisch gesungen hat, weil was anderes ist mir nicht mehr eingefallen irgendwann. Das wäre für mich ja der absolute Horrortrip gewesen. Ich glaube, ich hätte einfach Durchfall vorgetäuscht oder so, alles besser als bei den Kollegen Karaoke zu singen oder so. Ey, oh, ich habe das Essen nicht vertragen, sorry. Sohn von dem Geschäftsleiter, der auch dabei war, der hat dann einfach gesagt, ich gehe jetzt Waffeln essen. Der hatte nämlich, habe ich auch keinen Bock drauf. Der ist dann nach dem Abendessen quer durch Amsterdam gefahren, um irgendwie das berühmteste Restaurant für irgendwelche Waffeln zu besuchen. Aber auch voll charmant. Ich gehe Waffeln essen. Was hätte von mir kommen können? Ich gehe Kuchen essen. Oh Mann. Ich meine, es ist okay, dabei zu sitzen, wenn man mich nicht nötigt zu singen, aber das passiert halt nicht. Du kannst nicht in eine Karaoke-Bar gehen und nicht genötigt werden zu singen, obwohl du absolut nicht möchtest. Das ist genauso wie auf einer Firmenfeier nicht tanzen wollen. Das geht einfach nicht. Ja. Ich verstehe, ja. Und vor allen Dingen, was mich genervt hat in diesem Setting, ne? Diese Frau, wo ich dann irgendwann realisiert habe, dass das eine Hostess ist, oder halt was auch immer jetzt das beste Wort dafür wäre, weiß ich nicht, aber Supportfrau, die sagt dann immer, okay, ich singe das mit dir. Ich habe sie ab und zu mal gefragt, kennst du diesen Song? Weil ich bin nicht so sicher, ne? Ich kann vielleicht den Anfang und danach weiß ich nicht weiter. Und es ist halt so absolut No-Go in Karaoke, irgendwie zu hummen oder nicht zu singen. Du verschwendest halt aller Leute Zeit dann. Ne? Und vor allen Dingen, weil in diesem Setting die ganze Bar sich dieses System geteilt hat. Das heißt, als der Nachbartisch dann belegt war, dort waren dann tatsächlich auch japanische, ganz typische Salaryman. Also sie sah noch aus wie Salaryman. Also der Anzug, Krawatte, wie aus Japan aus dem Business gefallen. Ja.
Und die haben sich auch so wie Tokio, ne? Keine Ahnung, abends kannst du so wirklich einfach rausgepflückt. Vielleicht auf Business Trip, wer weiß. Auf jeden Fall, ne? Ich wollte halt niemandes Zeit verschwenden und ich wollte auch, dass niemand sauer auf mich wird, wenn ich die Hälfte des Songs nicht kenne. Und dann habe ich die Frau ab und zu gefragt, hier, kannst du das mit mir singen? Aber die hat es nicht getan. Also sie hat dann immer so leicht angefangen und hat vorgetäuscht und hat das dann nicht weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann meinen Chef gefragt. Ich so, Chef, ist die nicht dafür da, mich zu supporten? Bezahlen wir sie nicht dafür? Und er so, ja schon. Ich glaube, die kann einfach nicht singen. Ich so, aha. Ja, interessant. Das hat mich persönlich genervt, aber ansonsten waren die tatsächlich echt nett. Und es war echt teuer. Ich wollte gerade sagen, ich finde, es geht. Also, wenn der jetzt insgesamt nur ein Tausender bezahlt hat, dann war es echt okay, Ja. weil ihr wart wirklich viele. Also, dann finde ich das auf einmal gar nicht mehr so teuer. Ja, das stimmt. Man kann es in Relation sehen, ne? Aber wenn du den Preis halt direkt siehst, so bumm, 1000 Euro, so was zum Henker ist Ich habe gerade auch schon passiert? direkt wieder vergessen, wie viele ihr wart, aber so 10 grob. Fünf, ja. 5, okay, aber selbst dann. Also. Es ist noch nicht so, oh mein Gott, du wirst dein Leben lang dran abbezahlen. Allerdings, genau. Dann hat mein Chef gesagt, diese Art von Karaoke nennt sich Snack. Das war übrigens nicht am gleichen Abend, er hat mir das random am nächsten Tag erzählt. Und ich so, aha, okay, warum oder wieso? Und dann ihr so, ja, das sind halt, Snack ist das, wenn du halt Hostessen hast, das sieht halt aus wie so eine Bar oder eine Barsituation und dann hast du Hostessen, die dich unterstützen. Und dann gibt es irgendwie noch eine Premium-Variante, die ist dann richtig teuer. Die findet man dann zum Beispiel auch in Ginza. Ich glaube, er hat gesagt, die heißt dann Piano. Okay. Das ist auch, ich sag zu oft interessant, ich bin echt durch. Also ich habe kurzer Side-Rant, ich bin fett im Jetlag, mir geht es generell echt nicht gut, aber wir müssen heute aufnehmen und ich habe Wasser gewechselt bei meinem Aquarium. Das sind so 100 Liter, die ich umwälze. Normalerweise verliere ich so maximal 300 Milliliter auf dem Boden und das waren einige Liter, die ich nachher aufwischen musste, weil ich so neben der Spur bin. Worauf wollte ich genau? Ach genau, Chris nennt das immer Hostess Bars generell. Also für ihn sind das Hostess-Bars, aber die meisten haben halt eine Karaoke-Maschine und die animieren dich dann zum Singen. Aber ich wette, dein Chef weiß es besser. Es ist mir nur gerade so quer eingefallen, dass Du, Christa oft von das Hostess-Bars kann redet. in beide Richtungen gehen. Wir haben es ja auch gerade vorher versucht, tatsächlich zu verifizieren und zu googeln. Und das schlägt dann, also zwischen Karaoke und Hostessbar gibt es irgendwie nichts dazwischen. Du kannst versuchen, Snackbar oder Karaoke-Snack oder sowas zu googeln und du findest einfach nichts Ja, dazu. wir haben uns gerade vorhin echt den Arm ausgegoogelt mit allen möglichen Sachen. Und das ist das, was ich meine, was mich auch so nervt, wenn du nicht komplett fluent in Japanisch bist oder dein Chef dir das nicht gerade verrät und so. Es gibt die Sachen, die findest du einfach nicht raus. Vor allem, wenn du kein Japanisch sprichst. Kannst du einfach vergessen. Also ein bisschen schade Oder einfach. sagen wir mal, vielleicht ist das allgemeine Verständnis, dass das Hostess-Bars sind, könnte ja sein, ne? Dass wir da vom Gleichen reden. Aber dann, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass das alles gar nicht so dramatisch ist, dass so eine normale Hostess-Bar, so eine Snack-Hostess-Bar, was auch immer, ist noch bezahlbar, kann man sich schon mal leisten, ne? Und ist ein Erlebnis quasi. Aber du würdest doch Ja. niemals in eine Hostess-Bar einfach reinlatschen nach dem Motto, ist ein Erlebnis. Keine Richtig, Ahnung. also ich glaube, die Hemmung ist auch deutlich geringer, wenn du sagst, du gehst in eine Karaoke-Bar und es stellt sich raus, dass Hostessen da sind, als Richtig, andersrum. Du richtig. gehst in eine Hostess-Bar und weißt schon initial, dass du belästigst. Also für mich ist das nicht, ich nenne es Belästigung, weil mich nervt sowas. Aber ja, betüdelt wirst, so also, das vielleicht netter. Ja. Ja. Ah, meine Güte. Ja, so, das ist passiert und das fand ich durchaus doch sehr interessant, ja. Und wir hatten dann übrigens auch den Fall, dass eine meiner Kolleginnen kann übrigens extrem gut singen. Beide konnten extrem gut singen, die beiden Kolleginnen, die in Amsterdam wohnen. Hammer. Aber die hat tatsächlich so gut mitgetrunken oder die hat tatsächlich von dem Moment, wo sie zumindest die Karaoke-Bar verlassen hat, kompletten Blackout. Sie hat keine Ahnung, wie sie nach Hause gekommen war. Oh boy. Ja, das ist auch, was ich krass finde, also Japaner sind deutlich schneller betrunken, aber die verstoffwechseln das auch viel besser, ne? Wenn die restlos betrunken ins Bett fallen, sind die morgens wieder normal, so, ne? Die haben nicht so generell gesprochen, so einen fetten Kater wie ich, ne? Mich kannst du 2 Tage aus dem Leben streichen, wenn ich Ja. richtig, richtig viel gebechert habe. Also, Mich ne? auch. Das, ja, ich merke das ja bei YouTube manchmal, der wird ja ab und zu auch zum Numikai animiert und nachdem das ein, zwei Mal richtig übel war, abends, ne? Nicht mal am nächsten Tag, sondern am gleichen Abend, haben wir mal drüber geredet und dass er doch versuchen soll, weniger zu trinken. Seitdem ist es nicht mehr so schlimm gewesen, aber es ist vorgekommen. Und auch der hat am nächsten Morgen einfach nichts. Das ist so unfassbar.
Also da kann ich auch verstehen, dass sie sich zulöten des Todes, wenn die keine Konsequenzen, also natürlich tragen sie Konsequenzen daraus, nur keine so merklichen, ja, die Leber neidet, aber die Leber kann nicht sprechen. Der Kater tut das deutlich, deutlich mehr, sag ich mal. Ah Gott. Ja, das ist auch alles unfassbar. Sehr unwissenschaftlich und unbewiesen, aber das sind so persönliche Beobachtungen. Ja, aber das ist sowas, ich weiß nur, was jeder sagt, bla bla. Aber das ist, muss einfach, vielleicht gibt es eine Studie dazu, weil wir sagen ja auch immer, Japaner schwitzen nicht und die haben kein Deo, weil die nicht schwitzen. Und das ist auch nur eine Beobachtung von allen, bis man rausgefunden hat, das gibt es auch echt Studien dazu, die sagen, ja, Japaner schwitzen halt nicht so viel wie wir. Ein Trait, den ich in meinem Amerika-Urlaub echt gerne gehabt hätte. Ich habe noch nie so viel geschwitzt in meinem Leben. Also ich kann von persönlichen Erfahrungen im gleichen Haushalt sagen, schwitzen ist die gleiche Anzahl im Sommer, aber es stinkt nicht so. Auch interessant. Ja, aber du schwitzt ja auch wirklich wenig. Also für eine Deutsche oder generell schwitzt du ja kaum. Ja, ich schon, aber ich kann durchaus stinken und hier Juto einfach gar nicht. Ja, das ist krass. Also ich schwitze tendenziell aus Amerika jetzt mal komplett rausgestrichen. Da ist mir echt aus allen Poren rausgekommen. Die ist schon einfach wirklich widerlich. Aber ich dachte, habe ich gar nicht so krass Also ich habe halt auch ständig geduscht, ne? Aber ja, ich glaube, ja. Der normale, es ist heiß, schwitzt, der stinkt tatsächlich gar nicht so viel. Ja. Interessant. Aber ja. Ja, Müffeln kann ich auch alles gut. Sehr interessant. Apropos hier, ne, persönliche Beobachtungen und so und Japan. Ich habe heute beobachtet, tatsächlich ist das schon länger eine Hypothese von mir, dass der Hund durchaus zwischen Sprachen unterscheiden kann. Der, ja. Entschuldigung, dass ich dazwischen kriege. Das habe ich dir, glaube ich, schon von Anfang an gesagt. Der merkt, also am Anfang, als du Deutsch geredet hast, war der auch super interessiert und ist immer hochgekommen. Ja, deswegen, da meinte ich auch schon, ich glaube, der kann die Sprache unterscheiden und findet das interessant, dass du dich anders anhörst. Ja. Das kann gut sein. Also, ja. Was heute passiert ist, ist, dass, also es war nicht nur heute deshalb, ne? Also es ist mir heute mal wieder aufgefallen. Ich war mit dem Hund im Park und Ghost liebt andere Hunde. Da charged er schon mal rein, wenn man nicht aufpasst. Also ist dann alleine, kann nichts passieren. Aber heute hat er es ganz extrem. Nachdem er ganz viele Hunde gesehen hatte, hat er dann wahrscheinlich ein Pärchen. Die saßen auf der Bank, haben sich auf Englisch unterhalten und das waren so 50 Meter weit weg und er wollte nicht weitergehen. Er wollte unbedingt mit allen Mitteln und Zwecken weinen, kreischen, jammern, hinsetzen, auf den Boden rollen wollte er zu diesen Menschen, weil die Englisch gesprochen haben. Das ist mir auch, als ich zum Beispiel da bei Okayama Castle war, hat er das auch gemacht. Da war irgendwie eine Gruppe Touristen und er wollte unbedingt zu dieser Gruppe Touristen, also mit richtig Drama, so richtigem Husky-Drama. Und ja, das passiert immer mal wieder. Dass bei ihm so Husky-Drama, da muss ich direkt anfangen zu lachen. Für mich ist das unterhaltsam. Ja. Ich find's auch echt cute, aber ich kann ihn doch nicht auf diese random Leute springen lassen. Ja, das stimmt, ja. Das ist ja sehr spannend. Dann habe ich das eben getwittert und da kam tatsächlich eine Antwort, dass es zumindest eine Studie dazu gibt, dass das tatsächlich im Prinzip nachweisbar ist, dass Hunde mindestens zwischen zwei Sprachen unterscheiden können und auch zwischen Sprache und Gibberish. Also sie können entscheiden, ist das eine Sprache oder ist das keine Sprache zu ihrem, ne, was sie gelernt haben. Wenn es jetzt zum Beispiel eine ungelernte Sprache ist, könnte das natürlich unter Gibberish fallen, aber so in dem Sinne. Ne? Also es gibt in der Theorie tatsächlich zwei- oder dreisprachige Hunde. Ja. Das ist auch das, also vielleicht ist Deutsch auch für ihn immer noch gibberisch, aber das fand er halt interessant. So, was gibst du da von dir? Und weil der ist ja immer hochgekommen, wenn wir angefangen haben zu reden. Definitiv. Am Anfang zumindest. Ich glaube, jetzt hat er sich halt auch dran gewöhnt. Vielleicht hat er es jetzt auch unter Sprache verbucht. Wir haben auch irgendwann angefangen, noch mehr Sprachnachrichten zu schicken und dann sitze ich auch unten, ne? Also stimmt, ja. Es könnte durchaus zum, er hat sich dran gewöhnt, beigetragen haben. Er kennt eigentlich dann auch im Prinzip meine Stimme. Finde ich auch ganz interessant. Ja. Er erkennt teilweise Stimmen auch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit der Freundin telefoniere, die manchmal auf ihn aufpasst, ich glaube schon, dass er das erkennt, dass er ihre Stimme erkennt. Kann ich mir auch vorstellen. Dumm sind sie jetzt ja nicht so, also so dumm sind sie nicht, sag ich mal, diese Hunde. Selektiv dumm. Ja, irgendjemand meinte mal, keine Ahnung, ob das erwiesen ist oder whatever, dass die so von einem geistigen Stand eines Dreijährigen sind. Das hilft mir aber ganz oft, ob es jetzt stimmt oder nicht, so ein bisschen Hunde zu verstehen, sage ich mal. Ja. Ja, ich finde es auch immer wieder spannend, dass es ist überhaupt komplett derailed gerade, aber wenn ich versuche tatsächlich dem Hund etwas zu erklären, ist das besser, als wenn ich dem Hund einfach sage, was er tun soll.
Und wir reden hier von ganz primitären Sachen, ne? Also manchmal zeige ich ihm, wo, dass er die Seite, die, also er läuft auf meiner rechten Seite und ich will, dass er auf meiner linken Seite geht, dann zeige ich auf die linke Seite und sage, geh mal hier rüber oder kannst du bitte hier hingehen oder ne, führe quasi seine Nase und zeig auf die linke Seite und solche Dinge. Und das versteht der. Ich brauche ihn da nicht rüberzerren und solche Dinge, ne? Also, und dann macht er das auch im Sinne von, wenn ich ihm jetzt befehlen würde, okay, jetzt geh, dann guckt er mich an, so nö. Ja, also ich glaube, die lernen halt auch viel aus dem Tonfall und ein befehlender Tonfall ist auf halt schon Fall. Kein Bock, ne? Und wenn du mit denen normal mit ihm redest und das Zeichen dafür gibst, ist halt vielleicht ein Unterschied. Das Spannende ist, ne, ich hänge ja auch viel auf hier Trainer, TikTok, da hast du nicht gesehen, also auch auf more credential sources, aber sagen ja viele, du sollst mit dem Hund nicht reden. Also du sollst klare, eindeutige Sachen sagen, aber manchmal ist dann halt dieser Trotz in dem Hund, also in meinem Hund jetzt, in Ghost. Und wenn du dann einfach ein bisschen mehr Schmalz drumherum passt, funktioniert das manchmal besser. Naja, ist halt auch jedes Tier unterschiedlich. Ich wollte gerade sagen, was funktioniert letztendlich. Ne? Solange dein Hund keine Kinder anfällt und ihre Köpfe abbeißt, das ist natürlich maßlos übertrieben, aber ja. Der würde vielleicht Kinder abschlecken. Ja. Und umrennen. Ja, umrennen ist schon echt nicht cool, aber ja. Nee. Ja, okay. Gut, so viel zu D-Rate, aber das mit dem Karaoke, ich habe es auch in dem Detail gar nicht so gehört, deswegen auch nochmal super interessant für mich, sondern nur eben mit diesen Unterschieden hattest du mir mal erzählt, dass es da unterschiedliche Typen gibt. Und wie nennt man das? In der Box ist dann einfach normales Karaoke, weil der Standard ist ja eigentlich, was du jetzt erklärt hast, du gehst dahin, zahlst nicht viel und hast deine eigene Booth und kriegst jetzt auch nicht ganz so viel von den anderen mit. Ja, das steht, also das sind die Schilder, da steht einfach nur Karaoke drauf. Ja, ja. Da gibt es auch unfassbar viele Chains für. Also ja, man unfassbar. Muss sich jetzt nicht sorgen, weil das ist ja auch irgendwie eine Trainingssache mit dem Singen und Japaner machen das halt von klein auf, deswegen können die das alle irgendwie auch besser. Wenn man jetzt in Japan unbedingt Karaoke singen möchte, muss man keine Angst haben, sich zu sehr zu blamieren, weil es regulär eh in diesen Boxen ist. So. Ja, es gibt da tatsächlich auch bessere und schlechtere. Also manchmal hört man die Nachbarn, ne, wenn man halt gerade gar nichts singt. Also wenn es aus ist, dann hört man die Nachbarn schon mal. Aber es interessiert auch echt keinen. Also du kannst dir da die Seele aus dem Leib brüllen und Spaß dabei haben und es ist okay. Also ich an Akritsuku denken. Ja, genau. Ja. Okay. Dann, es war noch, ach genau, was ich auch interessant fand ist, du warst ja auch nicht nur mit deinen Teamkollegen, sage ich mal, Arbeitskollegen da, sondern ihr hattet ja auch mal so eine gemixt japanische Geschäftsgruppe beim Essen. Und ja, also du hast viele Salaryman japanische getroffen und dann fand ich interessant, dass in der Tat. Du dass wir raus oder du hast rausgefunden, dass wenn man älter ist, es in Japan üblich ist, dass du nicht mehr. Das haben wir jetzt schon oft gesagt, ne? Man wächst halt in die Firma rein, man studiert irgendwas, ist eigentlich scheißegal, weil du wirst eh neu geformt in der Firma und kriegst halt mehr Gehalt durch Jahre, wo du da bist. Allerdings kommst du irgendwann an das Cap, und das sei wohl üblich, du kannst mich dann korrigieren, wenn ich es falsch sage, dass die höheren Manager nur noch Jahresverträge bekommen. Also die kündigen selbstständig. Und bekommen dann einen Jahresvertrag, dadurch aber auch mehr Gehalt. Aber sie müssen dadurch natürlich auch jedes Jahr performen, weil Arbeitsrecht ist in Japan zumindest, ich glaube, was so Kündigungen und so angeht, schon stärker auch als jetzt in anderen Ländern, auch wenn die sich da immer noch totarbeiten, aber generell wird das dann so gehandhabt. Ja, also in Japan gibt es diese Krux, also wenn du einmal irgendwo permanent angestellt bist, du wirst nicht gekündigt. Also du müsstest schon irgendwie das Gesetz brechen, dass du kündigbar wirst. Mhm. Und deswegen gibt es ja natürlich dieses Rausmobben. Also wenn dich wirklich jemand loswerden möchte, dann wirst du quasi rausgemobbt und richtig mies behandelt. Und ich glaube einfach, wenn ein gewisses, also das ist alles eine Hypothese, die ich auch nur random von meinen Chefs gehört habe quasi, dass es zumindest in meiner und anderen Firmen ähnlich aussieht, dass höhere Manager quasi von selbstständig, das ist kein Kündigen, er hat es Retiren genannt, also hier in Ruhestand gehen. Dann kriegst du eine Ruhestandsabfindung und dann wirst du quasi als Consultant oder Freelancer oder als was auch immer das dann genau heißt, für ein Jahr oder halt, es wird sicherlich im speziellen Fall unterschiedlich aussehen, aber bei unserem Fall ist es irgendwie, dann werden die jährlich eingestellt auf einem anscheinend Gehalt, für das sich das Risiko lohnt.
Es wurden keine Zahlen genannt, aber ich sag mal, mein Chef verbringt sehr viel Zeit auf Okinawa und Hawaii. Also ich glaube, mein Gesicht hat einfach Bände gesprochen. Ich habe meinen Chef, als er das erzählt hat, einfach nur angeguckt wie so ein Auto. Ich so, bitte, was tut ihr? Bitte, was hast du getan? Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich zwischendurch noch so gefragt, ist das normal? Ja. Und er meinte so, ja. Es ist, das ist so vielschichtig interessant, weil das ist ein Mensch, wenn du den in Higher Management gesteckt hast, dann hältst du den ja schon, also dann hältst du ja schon was von dem, weil ansonsten hättest du den ja auf Gleis X geschoben oder rausgemobbt, ja. Ne? Der wäre ja nicht auf eine Management-Position gekommen und die retiren dann, um jährlich eingestellt zu werden, um mehr Gehalt zu bekommen. Zu welchem Ziel? Hat die Firma Angst, dass sie sich irgendwann aus ihren Lorbeeren ausruhen? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Also was genau so da das, ist es ein Steuerding? Das frage ich halt ständig. Ne? Hat das was mit Steuern zu tun? Nicht, dass sie in Japan so unendlich hoch wären. Ja. Ja, ist für mich großes Rätsel. Vor allem ist das halt auch, ich weiß nicht, ob Firmen in Japan das so sehen, weil man da ja immer noch, wie gesagt, so 50 Jahre zurückhängt, loyaler ist generell. Und bei neuen Firmen anfangen auch schwieriger ist, aber es ist eigentlich auch ein Risiko für die Firma, wenn die dich eigentlich behalten eigentlich wollen. Wenn schon, die dir Jahresverträge geben, du könntest ja einfach flockig mit deiner Erfahrung abhauen und woanders richtig krass durchstarten. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht so. Wir reden halt gerade von der Generation so Mitte 50 plus. Ja. Die Leute, die wechseln ihrer Firma nicht mehr. Also das, ja. Das ist die Generation hier in Japan, die wollen ihre Einjahresverträge tatsächlich haben. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob die das auch dauerhaft die Rechnung noch aufgehen wird. Also es wahrscheinlich ist nicht. Es ist noch lange nicht so weit wie bei uns, ne? Dass wir, oh mein Gott, ihr habt die ganze Welt kaputt gemacht. Wir können uns nichts leisten, keine Häuser. Tut uns leid, dass wir Komfort und Geld haben wollen für die Arbeit, die wir leisten. Ne? Auf dem Standard sind die ja noch nicht angekommen. Ja. Aber Japan wird irgendwann auch dahin kommen, denke ich. Und dann kannst du das echt vergessen. Natürlich. Es ist auch, ich weiß nicht, ob die Leute so langsam, also ganz, ganz langsam anfangen zu realisieren, dass Inflation auch passiert. Also ich habe die Konversation ab und zu mal, dann wurden ja auch die Steuern hier erhöht von erst, ich weiß gar nicht mehr, wo sie am Anfang waren, auf 8 und dann auf 10% oder so, also die Lebensmittel und hast nicht gesehen. Also es kommt so ein bisschen der Gesellschaft an, aber dieses allgemeine, es ist mir egal, ist einfach so stark. Ja, dieses Shogunai, ich kann ja nichts machen. Deswegen, ich finde das nicht gut. Ich finde, das ist eigentlich keine gute Einstellung. Natürlich, wenn Weltkatastrophen und so, ne? Tsunami macht kaputt, du baust wieder auf. Shogunai. Okay, also das ist Es gibt durchaus Shogunai-Momente, die sind echt okay. ja, aber es ist zu krass auch, dass der normale Standard-Japaner auch gehoben so, ne, und mehr informiert, nicht mitgekriegt hat, dass Japan jahrelang für Touristen zu war. Einfach an denen vorbeigegangen. Stimmt. Inflation geht, und die ist richtig, also es geht schon wieder, ne, aber die war so heftig in Japan, dass das an denen vorbeigeht, während das hier ein Dauerbrenner-Thema ist. Ist schon krass, wie viel denen egal ist. So, Regierung wird schon regeln, irgendwie nach dem Motto. Da brauchst du dich auch über diese wilden Auswüchse, die so Richtung rechts gehen, auch irgendwie gar nicht wundern, ne? Oh Mann. Der Premierminister Kishida hat irgendwie in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob es heute war, gesagt, also sieht gerade alles nicht so gut aus. Wir brauchen den Tourismus und wir brauchen hier Geburtenrate. Das heißt, vielleicht sollten wir lernen, mit Ausländern auszukommen. Vielleicht sollten wir, vor allem nach dem, was war Juni war der Monat mit, hey, lasst uns richtig viele Ausländer diesen Monat. Das ist echt, genau, hat du das erwähnt? Nein, haben wir nicht. Ja, das halt quasi so in Tokio und größeren Stationen waren tatsächlich Leuchtreklamen und Schilder von wegen, meldet euren ausländischen Mitbürger, wenn ihr denkt, dass er ein illegaler Immigrant ist und sowas. Ja. Oh mein Gott. Und da ist, das erwähnen wir immer wieder, mit unseren weißen Gesichtern sind wir sehr privilegiert, auch immer noch als Frauen. Das heißt, wir haben das Problem gar nicht so sehr, aber alle People of Color werden schon richtig vom Hören sagen, ich kann schwer für die sprechen, aber man hört halt immer wieder, denen geht es deutlich anders in Japan. Ja, ich habe ein paar Freunde von der Uni, da ist immerhin ein paar
ich sag mal, gemixtere, internationalere Leute vorhanden und die müssen vor allen Dingen Männer mit Bart, People of Color mit Bart, ja. Die müssen definitiv ihre Sairio-Card immer dabei haben, wo ich das ja schon mal schleifen lasse, wofür du mich immer und immer wieder scoldest und zu Recht. Ja, also ich kann es voll gut nachvollziehen. Du gehst mit dem Hund Gassi und bist nur in deiner Ecke so, aber weißt du, einmal im falschen Moment nicht dabei und dann hast du, glaube ich, echt Probleme. Das ist richtig. Ich glaube, die Summe wurde auch irgendwie erhöht oder zumindest. Also aber du bist jetzt Permanent Resident, also ich weiß nicht, ob das ja positiv sich doch auswirkt. Ne? Ach so. Denke ich. Ne? Ich glaube, vergessen ist vergessen. Also, wenn die dir da das reindrücken wollen, dann wollen sie es dir reindrücken und dann musst du bezahlen. Aber ist das für Japaner nicht? Also, nicht, dass sie die ständig kontrollieren würden und danach fragen, was sind ja Japaner, aber müssten die nicht auch ständig ihre ID dabei haben? Ihren Perso? Es gibt im Prinzip keine, oder? Das ist halt so link. Also in Deutschland ist, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist in Deutschland Ausweispflicht, in Österreich und oder der Schweiz ist auf jeden Fall Ausweispflicht. In Deutschland meine ich auch. Aber für alle halt, ne? Ja. Ich habe gerade über Norwegen nachgedacht und ich habe keine Ahnung, ob dort Ausweispflicht herrscht oder nicht. Du hast irgendwie keinen, also ich meine, ich war ja nie Norweger, das heißt, keine Ahnung. Kein Plan. Aber hier in Japan gilt ja im Prinzip der Führerschein als quasi. Ja, das ist in Amerika Ausweis. Ja auch so. Das ist voll selten, dass wir haben so ein Doppelding mit Perso und Führerschein. Die meisten haben ja nur einen Führerschein. Und dann hast du die andere Karte, die auch noch recht gut hilft oder gilt, ist hier dieser Healthcare-Karte-Dings. Da ist zwar kein Bild drauf bei den meisten, also nicht, dass ich wüsste. Aber das Ding zählt irgendwie auch relativ gut und viel. Okay. Ja gut, du musst wahrscheinlich irgendwie in Japan offensichtlich gemeldet sein, ähnlich wie bei uns, um irgendwie Health Insurance zu kriegen in Japan. Ja, ja. Ob jetzt, also arbeitslos als Ausländer funktioniert eh nicht, außer du bist Permanent Resident. Also als Ausländer die Karte vorzuzeigen, ist sehr wahrscheinlich, dass du in Japan offiziell arbeitest. Also. Ja, oder halt Spouse bist. Also wenn du arbeitslos, aber verheiratet bist, dann geht's auch, dann bist du auch in der Healthcare. Ja. Sobald du ein Visum hast, ich weiß nicht, wie du arbeitslos ein Visum bekommen würdest, aber rein theoretisch, mit Visum ist man, muss man in Healthcare drin sein. Hast du jetzt eigentlich eine andere Karte oder ist das die gleiche Karte und da steht einfach nur permanent drauf? Permanent. Ja, richtig. Das sieht genau gleich aus und die ganzen, also da steht permanent auf dem Visa-Typ und dann sind die Zahlen, bis wann es gültig ist, einfach Sternchen quasi. Also die Karte an sich hat ein Ablaufdatum und dann musst du einfach hingehen und dir eine neue Karte abholen. Habe ich natürlich noch nie gemacht. Ich kann nicht sagen, wie einfach es in der Realität aussieht, aber ich habe von Leuten gehört, dass sie auch, wenn du im Ausland gelebt hast und du fliegst einfach nach Japan ein und kannst sie dann umtauschen. Du musst ja nichts mehr nachweisen eigentlich. Eigentlich ja. Das heißt, dass theoretisch sollte das auch möglich sein. Man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Und wie lange gilt das? Ding das ist jetzt noch 7 Jahre. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich 8 oder 9, die Zeit verfliegt. Wie lange hält die Karte dann? Ach so, die Karte hält insgesamt 7 Jahre. Okay, das ist, ist ja eine komische Zahl, aber das ist eine komische Zahl, aber wenn man bedenkt, Führerschein hält 3 Jahre in Japan, ist Drei Jahre, dachte ich. Also ich muss da diese, oh shit, ich muss nachgucken, Mann. Ich glaube, ich muss dieses Jahr wieder hin oder so. Das ja, ist aber erst nächstes Jahr. Du hast den Jahr, stimmt, hättest du nicht schon mal müssen? Oder hast du nicht schon mal? Ja, einmal war ich schon. Ah, okay. Mhm. Ja, ne? Und ich meine, es waren 2 Jahre, aber ich kann dafür echt keine Hand ins Feuer legen. Ich hatte irgendwie 3 im Kopf, aber ich habe deutlich weniger Ahnung, deswegen. Das sollte ich mir aufschreiben und das nachher mal überprüfen. Aber es ist jetzt so ein bisschen traurig. Ich hätte jetzt eher so auf so eine Shiny-Karte gehofft. Ein Shiny. Ja. Ach ja, bist ja dann täuschend, aber okay. Das stimmt, es könnte ruhig ein bisschen Sparkle dran sein. Ja, oder irgendwie Gold oder irgendwas völlig anderes, keine Ahnung, nicht die gleiche Karte mit Sternchen drauf. Doch schon, genau gleich. Oh, der Hund bellt wieder. Ich habe es gerade gehört. Genau, es tatsächlich. Hat sich eher das erstmal wie eine Ente angehört. Ja, der macht, das habe ich ihr eben, also habe ich Ela eben schon erklärt, er hat irgendwie einen neuen Tick, dass er so ein High-Pitched Bellen macht, so ist, wow. Ja, genau, das ist so alles passiert, kind of. Irgendwas bei dir, was erwähnenswert gewesen wäre? Die einzige Sache, die mir einfällt, ich habe in Kanada, weil wir waren auch kurz bei den Niagara Falls in Kanada,
japanisch bestellt, tatsächlich. Oh. Und ich habe Ramen bestellt und es war ein Puzzle. Zwar nicht kein gefrorenes Puzzle, sondern ein warmes Puzzle, aber es war auch ein Puzzle. Das fand ich interessant. Also die haben auch die Einzelteile so geliefert. Ja, da habe ich auch wieder null drüber nachgedacht, bis es ankam und dachte ich so, ah ja. Also diese zwei Broth unterschiedlich und die Nudeln waren halt gar nicht in der Flüssigkeit drin bisher. War interessant, ja. Spannend. Vielleicht für die Leute, die das nicht mitbekommen oder sich nicht angehört haben. Ja. Ist schon ewig her. Das war das erste Mal, wo du bei mir warst, ne? Genau, ja. Wo wir an diesem Ramen-Restaurant bei mir in der Nähe und da stand ein Schild draußen. Da stand drauf Takeout. Und ich so, boah, nice, dann können wir so schön in Ruhe bei mir zu Hause essen. Genau. Und dann haben wir das gemacht und das Bestellen war schon leicht anstrengend irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was so genau. Aber die haben uns schon so ein bisschen angeguckt wie Autos und wir haben zurückgeguckt wie so Autos. Aber es hat. Es hat irgendwie funktioniert. Also wir haben bezahlt, wir haben bestellt, wir haben gewartet und dann haben wir ein Puzzle bekommen. Ein gefrorenes Puzzle. Du machst das ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das im Laden schon realisiert haben. Ich glaube ja. Also nicht so ganz. Also es waren auf jeden Fall mehr Tüten, also mehr so Boxen als zwei so, ne? Also, aber ich glaube, wir haben nicht realisiert, dass das auch gefroren. Ich glaube, es war gefroren. Ja, es war gefroren, ja. Definitiv. Ja, gefroren ist und wir wirklich das halt noch kochen mussten und die aufwärmen, aufkochen und die Einzelteile zusammenschmeißen mussten. Also im Prinzip die ganzen Einzelteile hättest du ja auch zu Hause haben können. Du könntest die Nudeln gekauft haben. Das Restaurant hat, glaube ich, keine speziellen oder besonders tollen Nudeln, einfach normale Ramennudeln. Und dann halt diese sowas, was du halt drauf haben willst. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, hier deine Zwiebelchen. Und das der Hauptbestandteil von Ramen ist ja die Brühe. Das heißt, die Brühe war gefroren. Genau, die Brühe war gefroren. Ich habe gerade überlegt, ob Takeout sich auf irgendwas anderes bezogen ist oder dass schlechtes Englisch war und sie irgendwas anderes sagen wollten. Vielleicht, dass du einen Kaffee mitnehmen kannst und die vielleicht einfach ihre Originaldinger, wie sie sie halt kriegen, uns in die Hand gedrückt hat. Da haben sie nach dem Motto, dann mach halt selber. So, du, das könnte durchaus sein. Den Gedanken habe ich heute zum allerersten Mal. Hatte den Gedanken bisher auch nicht. Aber das könnte durchaus sein, dass sie nach dem Motto, oh je, wir kriegen das nicht erklärt. Das heißt, wir geben denen das jetzt einfach. Aber ich fand es okay, ne? Also es war so ein bisschen verwunderlich, dass das Zeug noch gefroren war und alles. Aber es hat funktioniert, war lecker. Also es hat funktioniert, ja. Ist zwar auch eine Kette, aber die haben schon echt vernünftige Ramen. Ja, also ich meine, es ist Japan. Wie schlecht kann ein Ramen in Japan sein, damit er noch gegessen wird? So, ne? Ja, das stimmt. Ja, also das waren auch Einzelteile, allerdings warme Einzelteile. Ich konnte es dann direkt essen. Ansonsten habe ich noch gelernt beim 7-Eleven Memorial, das ist jetzt ganz deep, wurde auch leider habe ich die Section verpasst, weil ich dann overwhelmed war. Es gab ja ein Flugzeug, was die Leute zurückerobern wollten und die Terroristen es dann gecrashed haben in ein 9-11. Feld. 9-11, das hat gerade mein Hirn kaputt gemacht. Habe ich 7-11? 7-11, ja. Habe ich 7-11 gesagt? 9-11. Ja, ich sag doch, es was? Ist, mein Kopf ist völlig am Ende. 9-11, also das 9-11 Memorial-Ding. Da gibt es ja die Site und dann gibt es da den One World Tower, wo das... Nee, das ist nicht im One World Tower, das ist nochmal in einem anderen Gebäude, wo das Museum ist. Wortfindungsstörung, extrem. Und die haben halt für jedes Flugzeug, meine ich, oder zumindest halt für die Tower, für das Pentagon und für das, was ins Feld gestürzt ist, eigene Sektion. Das mit dem Feld kommt am Schluss natürlich, oder in irgendeine Ecke war das und ich habe es nicht gesehen. Und das hat mich eher am meisten interessiert, ich bin dran vorbeigelaufen, war ein Japaner mit an Bord. Das Einzige, was ich sonst noch mit Japan gemacht habe, da ist auch der Pass ausgestellt, aber ich habe es nicht gesehen, leider. Naja. Oh, ja, verstehe. Ich habe allerdings den Pass der Brasilianerin gesehen, die hat, die war im Tower, aber die war in einem Hotel, ich glaube, das ist unten gewesen. Die hat dann nur ihren Geldbeutel geschnappt und ist rausgerannt. Und der Pass ist dann da halt mit verbrannt und den hat man irgendwann wieder gefunden. Ja. Interessant. Auch noch ein bisschen derailed. Ein Fakt, den ich nicht wusste, als das erste Flugzeug eingeschlagen ist, hat man irgendwann relativ bald die Evakuierung des zweiten Turms, als man wusste, was los war, abgebrochen. Man hat denen gesagt, unser Turm ist safe, geht alle zurück zur Arbeit.
Da ist ein Flugzeug ist in dem Turm direkt neben dir. Fucking ernst. Du hättest 100 und vielleicht sogar tausende von Leuten mehr retten können, hättest du diesen Turm rechtzeitig evakuiert. Das war eine lockere Viertelstunde, bevor das zweite Flugzeug da reingeflogen ist. Und die sind beide zusammengekracht, ne? In welcher Welt bist du in einem strukturell instabilen Turm, der direkt neben dir ist, sicher in dem daneben? Das genau das so war auch mein Gedanke. Selbst wenn da kein zweites Flugzeug gekommen wäre, du bleibst doch nicht in so einem unsicheren Ort oder du riskierst das doch nicht. Ja. In dieser Schleife war ich gefangen mit den Leuten, die ich dort war. Ja, die haben ja nicht mit dem zweiten Flugzeug gerechnet. Und ich so, ist doch scheißegal. Der Turm neben dir fackelt ab und stürzt ein. Warum evakuierst du den nicht? Alter. Vor allen Dingen, da ist ja richtig viel Gravel dann runtergekommen. Da hätte man auch noch viel mehr drumherum direkt evakuieren sollen dann. Nicht nur den Turm, der direkt daneben steht. Ja, ist halt, ist nicht passiert. Es sind aber auch hunderte von Feuerwehrmännern. Ich glaube, die haben echt nicht damit gerechnet, dass die Türme zusammenstürzen. Es sind ja, glaube ich, schon über 300 Feuerwehrmänner gestorben in den Türmen. Boah, das wäre jetzt richtig derailed, aber ich glaube, das sollte ich auch nicht drüber reden. Aber ich hatte da irgendwie auf TikTok vor ein paar Monaten, ich glaube, das war halt zum, nee, das kann nicht sein, das wäre schon zu lang her. Aber halt irgendwie ist das ein Thema gewesen, was auf TikTok über meine For You-Page bei mir angekommen ist. Und ich hatte extrem viele von den Videos, die halt damals aufgenommen worden sind, als TikToks in meinem Feed. Und das ist schon, selbst das anzugucken, ist mega traumatizing. Und bei manchen war es halt so gelabelt, das ist die Sektion der Feuerleute gewesen, die das nicht überlebt haben und so weiter. Ne? Ja, also das hat jetzt offensichtlich, weil ich war Memorial, natürlich auch. Da steht auch ein Feuerwehrauto, was natürlich, als das Ding runterkam, völlig demoliert worden ist. Es stehen auch diese richtig fetten Eisenstangen sind zum Teil drin, ne? Wo du siehst, wie deformiert das ist. Also hier diese Stahldinge, schon krass. Also ne, schlimme Sache, aber das hing mir so nach, dass sie diesen zweiten Turm nicht, die Evakuierung abgebrochen haben und die Leute zurückgeschickt haben. Das ist, da bin ich echt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre gegangen. Schwer zu sagen, aber oh mein Gott. Ja. Also das ist einfach ein Fakt, den ich nicht wusste, der mich wirklich nochmal mitgenommen hat. Danke, dass ich, also es tut mir leid, dass ich das jetzt erwähnen musste, aber es war irgendwie so, ziemlich schlimm. Ja, nee, sehr interessant. Jo. Der Hund war, nur um was positiv zu sagen, der Hund kam auch gerade wieder, hat kurz geguckt, hat sich kurz hingelegt. Ich glaube, er ist immer noch an Deutsch interessiert. Gut möglich, ja. Ja, das, war es so von meinem Amerika-Urlaub? Ich zermarte mir gerade das Hirn, aber mit Japan ansonsten war wirklich gar nichts. Chinatown ist halt auch nicht Japan. Auch interessant, was ich gelernt habe, ist, dass ich war ja auf Ellis Island. Das kann ich übrigens sehr empfehlen, die Top-Hat-Tour, auch wenn es nichts mit Japan zu tun hat. Aber, also diese zwei Inseln zu besuchen, Liberty Island und Ellis Island, ist super lahm. Außer man macht wirklich diese Top-Hat-Tour, wo man in den eigentlich abgesperrten Bereich von Ellis Island kommt, wo früher das Hospital, also das Krankenhaus war. Es gab zwei, eins so ein Standardding, wo man dich halt zusammengeflickt hat und ab geht's. Und dann gab es eins für ansteckende Krankheiten. Und ab geht's. Ja, und das Witzige ist, du hast irgendwie dir den Kopf gestoßen am Schiff und du blutest oder so ein Scheiß, ne? Stichereien, tschö, so nach dem Motto. Oder du hast dir das Bein gebrochen, das heilt ja auch wieder und dann, ne? So Geschichten halt. Aber wenn du jetzt Masern hattest oder es gab Krankheiten, ey, ich habe gelernt, es gibt einen Kopfpilz. Und früher gab es keine Antibiotika, das heißt, heute schmeißt du dir halt Antibiotika, die gibt's wohl noch, aber halt viel rarer. Der ist halt auch ansteckend und früher war das voll die Prozedur, die Monate gedauert hat. Also eigentlich wurdest du damit dann auch zurückgeschickt, weil die Rechnung war da, worauf ich hinaus will, du konntest früher echt einfach einwandern. Ich ziehe auch gleich wieder die Schleife zu Asien zumindest. Außer du hattest halt Tuberkulose, weil das nicht heilbar war, wurdest du zurückgeschickt. Oder ich glaube, Tuberkulose war wirklich so ein No-Go, wo du halt wieder umdrehen konntest. Und dann gab es so Krankheiten wie das mit dem Kopf, wo die meisten zurückgeschickt wurden, weil es einfach zu aufwendig war. Das dauert Monate. Aber bei sowas wie Masern und irgendwie, was gut überlebbar ist, wo es absehbar ist, dass du wieder genießt und so. Du hast jetzt grob 2 Wochen nach Amerika gebraucht damals oder knappe 2 Wochen. Und wenn das in 2 Wochen aushält, dann können die dich halt auch da behalten. So. Aber
Asiaten haben sie zurückgeschickt, weil die zu andersartig waren, häufig. Waren halt damals eher Chinesen natürlich. Das habe ich auch später versucht zu lernen, weil diese Tour ist natürlich sehr, sehr positiv. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, dass sie so positiv ist. Ja. Oder ich glaube, irgendeine Krankheit im Auge gab es noch, wo du auch zurückgeschickt wurdest. Und das hat 6 Sekunden gedauert. In diesen Schlangen standen Ärzte, die haben dich einmal angeguckt, dein Augenlid hochgeklappt, mit irgendeinem Haken geguckt, ob du diese Krankheit hast. Ich weiß nicht mehr, welche das ist. Ja, und dann bist du, wenn du gesund warst, also westlich gesund, bist du in den 90-20ern einfach, waren die Tore offen in Amerika. Richtig krass. Interessant. Ja. Also diese Insel war einfach für alle Immigranten gedacht, zum Checken und dann einfach weiterleiten oder zurückschicken. Oder genau. Also gar nicht mal alle, sondern das habe ich auch gelernt, alle dritte Klasse Leute. Also wenn du dir nur ein dritte Klasse Ticket leisten konntest auf einem Dampfer, bist du über Ellis Island geschleust worden. 40% aller Amerikaner können ihre Wurzeln nach Ellis Island zurückverfolgen und das war nur knappe 30 Jahre offen. Richtig krass. Wow. Und Millionen sind über Ellis Island eingewandert. Wenn du erste und zweite Klasse warst, dann hattest du halt eh schon die finanziellen Mittel und wurdest vor, also die Schiffe konnten ja nicht in Ellis Island ankern, also sind die in New York angelaufen, haben erste, zweite Klasse, die hatten Privatinspektion von Ärzten, haben die rausgelassen, dann wurde das wohin geschippert und dann wurde mit Einzelbooten ausgebootet, wie du so ein Helgoland auch hast. Und wurdest in kleinen Fähren zu Ellis Island und alle Millionen von Leuten wurden über Ellis Island geschleift. Und wenn du krank warst, wie gesagt, gab es eben auch diese 2 Krankenhäuser. Und man wird halt durch diese Krankenhäuser geführt. Und für den damaligen 1910 wurde das gebaut, war der Standard unfassbar gut. Das hat mich richtig vom Hocker gehauen, was Hygiene und Durchdachtheit und sogar der Luftfluss angeht. Der Luftstrom wurde ja da auch schon beeinflusst, damit sich die Krankheiten auch nicht vermischen und so. Das war richtig cool. Ja. Ist schon auch echt interessant, sowas dann mal gesehen zu haben. Das würde ich mir tatsächlich auch angucken. Aber wie ist man denn dann zurück? Also wenn du jetzt eine von diesen No-Go-Krankheiten hattest, wie bist du denn dann überhaupt wieder zurückgekommen? Die Leute, die Schiffe, Reederer, die, oh Gott, großer Dampfer. Musst du Ticket kaufen? Entschuldigung, es geht gerade nicht anders. Ticket wird verkauft von Reederer. Walter, was ist los mit meinem Kopf? Die mussten Amerika versichern, dass sie keine kranken Menschen einschleppen, damit sie nicht motiviert sind, auch Kranke nach Amerika zu schippern, um Geld zu machen, die dann abgewiesen werden und denen noch ein Ticket zu verkaufen, um nach Hause zu kommen. Also was war? Ist, wenn die nicht gesehen haben, dass jemand krank ist und er zurückgeschickt wurde, musste das die Firma, die Reederei zahlen. Also das Ticket zurück. Genau, das Ticket zurück war umsonst und die wurden auch auf erste, zweite Klasse abgegradet, weil sie ja ansteckend waren. Interessant. Genau, also die Reederei musste das Zurückschicken übernehmen. Was halt richtig bitter ist, das waren halt eine andere Jahre. Auch so Eltern sind ohne ihre Kinder nach Amerika gereist. Manchmal sind die nachgekommen, manchmal nicht. Ich habe auch gelernt, in den Niagara Falls hat eine Frau, hat sich die Niagara Falls runterschubsen lassen in einem Fass, war sich nicht sicher und hat am Tag davor ihren Sohn reingesteckt, um zu gucken, ob er überlebt. Ähnliche Zeit. Was? Ja, also Kinder waren damals, ist auch interessant, aber gar nicht mal so viel wert. Wahrscheinlich hattest du zu viele davon. Ja, wirklich passiert. Die hat sich ein Fass anfertigen lassen. Die ist die erste, die diese Niagara Falls runterfallen überlebt hat. Und ihr Sohn anscheinend auch? Oder hat sie hat es ja erst an ihrem Sohn getestet. Der hat überlebt und dann dachte sie, okay, dann mache ich das auch. Also war eigentlich ihr Sohn der Erste, aber sie wollte Sicherheit eintragen lassen. Das kam halt später raus, dass sie es an ihrem Sohn getestet hat. Wow. Richtig. Und mit 14, meine ich, warst du erwachsen? 14, 15. Was halt sein kann, ist, wenn du ein krankes Geschwisterkind hattest, das 13 war, wurdest du zum Erwachsenen ernannt mit 14 und die beiden Kinder wurden dann mit dem Schiff zurückgeschickt. Anstatt dass halt ein Elternteil mitgeht wieder. Aha. Ja. Weil man die Erwachsenen haben wollte und die Kinder nicht. Also warum wurde denn ein gesundes Kind dann wieder weggeschickt? Ich weiß nicht, ob das die Entscheidung der Reederei war oder der Familie. Schwer zu sagen, vielleicht war es auch die Entscheidung der Familie.
Ich weiß es nicht, aber die Eltern können halt jetzt arbeiten. Also ein Kind ist halt eine Gamble auf die Zukunft auch ein bisschen. Ja, Weil du ja. hast halt Arbeiter gebraucht, vor allem in Amerika damals. Aber ich kann das mit dem American Dream mittlerweile besser nachvollziehen, weil heutzutage denke ich mir so was. Weil damals waren ja sehr, sehr viele sehr, sehr arm. Nicht, dass es heute alles toll ist, auf gar keinen Fall. Aber die dachten halt, okay, Amerika sind die Tore offen, wenn ich hart arbeite, bekomme ich halt auch Geld. Und das hat halt wohl auch ganz gut funktioniert in den 1920er, 30ern. Ja, ich dachte, also ich hatte einige Gedanken gerade parallel laufen, aber das mit dem, wir sind, also es gibt weniger so arme Leute, es gibt halt jetzt mehr Gesellschaften, die es irgendwie zumindest leicht auffangen. Du musst nicht unbedingt auf der Straße sitzen, wenn alles gut läuft, aber ja, es gibt doch noch echt einige sehr arme Gegenden und Menschen, so. Ja, also genau, also wir haben irgendwelche Sozialsysteme. Es ist, wenn du es nicht herausforderst, ist es zumindest recht schwierig zu verhungern in Deutschland. Das war damals halt nicht gegeben in Europa. Das stimmt, Ja, wobei es gibt alle Arten von Armut. Deswegen wollte ich das jetzt nicht so gut reden. Heute haben wir das ja gar nicht mehr. Nee, aber heute ist halt auch Immigration viel schwieriger geworden. ja. Also es ist alles sehr schwierig und ein sehr facettenreiches Thema. Aber das ist auch etwas, was ich immer mal wieder auch auf, wenn ich Deutschland und Japan, ne, du vergleichst ja Länder oder halt Erfahrungen so oder so, kommst ja gar nicht drum herum. Und dann, wenn ich hier tatsächlich arme ältere Menschen sehe, in ihren sehr alten Wohnungen zum Beispiel, ne, auf dem Land, das finde ich doch durchaus noch sehr anders als ältere, nicht so wohlhabende Familien in Deutschland. Und das haben wir auch schon mal erwähnt. Also es gibt diese Unterschiede auch in entwickelten Ländern oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Ist Ja. irgendwie manchmal doch erschreckend. Ja, in Deutschland hast du halt zumindest fließend Wasser. Ganz Ja. blöd. Das ist nicht zwingend gegeben in ganz alten japanischen Häusern. Ja, und es gibt dann teilweise so ländliche Gegenden, wo die älteren Menschen dann auch noch einen Berg hochklettern auf nicht befestigten Pfaden und dann Wasser holen müssen am Brunnen. Ja. Oder halt nicht mal Brunnen ist dann irgendwie hier, wie heißt das? Spring, also irgendwas, Quellwasser oder Bergwasser oder sonstiges. Das ist schon so, okay. Spannend. Ja, da kann man halt nur spekulieren, was liegt, ob Deutschland einfach denser ist, strukturell besser erschlossen, woran lag das, dass wir irgendwann mal alle Haushalte, jedes Haus muss ja in Deutschland Abwasser auch haben, tatsächlich, ne? Du kommst nicht drum um, ans Abwasser angeschlossen zu sein. So Geschichten, ne? Vielleicht ist das in Japan einfach nicht durchreguliert und dann ist halt die Frage, wer hat sich gekümmert? Wenn sich natürlich keiner kümmert, die es nicht besser wissen oder auch nicht besser können, dann bleibt das halt so. Also. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Kombination aus vielen Faktoren. Oder auch Mm, so Häuser, die so bestimmt. richtig tief in den Bergen sitzen, ne? Ja. Da kannst du auch einfach gar nicht viel mehr machen. Also, Ja. da ist Ja. einfach keinerlei Infrastruktur. Wow, Deutsch. Was auch, also Japan ist schon ein großes Land, es war viel größer als Deutschland. Das kommt einem nur nicht so vor, weil es ja recht schmal ist an sich. Oft. Ich glaube deswegen auch mit diesen krassen Bergen, es ist vielleicht auch einfach viel schwieriger, das alles zu erschließen. Wer weiß, keine Ahnung. Ja, Oder lohnt sich stimmt, halt null, bestimmt. weil die Leute ziehen eh alle in die Städte, weil ja. Das sind dann halt meistens so Dörfer, in denen noch 30 Leute wohnen, ne? Also, Genau. Wenn überhaupt. Und in Japan ist das wenn auch mit überhaupt. Homeoffice nicht und Industrie hast du auch nur noch eigentlich in den Städten und dann ja. Ja, es gibt halt diese hier Zieh aufs Dorf-Initiativen, aber das hilft halt auch echt nur beschränkt, ne? Ja, es hilft dir nicht, wenn du auf dem Dorf immer noch keine Arbeit findest. Richtig, richtig. Oder auf dem Dorf Hilft dir auch vereinsamst. irgendwie, selbst wenn du dann so eine Prämie einsackst, Ja. die relativ hoch wäre, bringt dir halt nichts, ne? Du musst dein Leben trotzdem unterhalten können. Ja, ich glaube, Michaela hatte bei sowas mal mitgemacht, mit ihrem damaligen Freund noch. Ich bin mir nicht sicher. Und die ist da ja auch richtig hart vereinsamt. Und sind dann wieder zurückgezogen. Kann man das machen und dann wieder wegziehen? Ich frage mich, was, ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt. Also, die haben auch definitiv das Haus nicht gekauft gehabt, das war zur Miete da. Vielleicht dann schon, keine Ahnung. Also, ich glaube, es gab irgendein Deal mit diesem ländlichen Ding, dass sie dahin sind. Ich weiß genau, keine Ahnung. Ne? Ist auch wirklich schon lange her.
Vermutlich war die Miete dann ziemlich gering. Also gut, es kommt echt drauf an, ne? Also mein Lieblingsländlicher Gegend, die Gegend, die ich ab und zu mal erwähne, ist ja Shimonoseki oder Yamaguchi. Ja. Und ich sag mal, da auch in der Stadt, ja, es ist günstiger, aber jetzt auch nicht so viel günstiger, dass man sagen würde, boah, du kannst von einem Apfel und einem Ei leben dann. Das stimmt auch nicht. Ja. Ja, Yamaguchi ist eigentlich auch ganz hübsch, finde ich. Ja, ganz hübsch schon. So zum Besuchen. Ja. Ja, ich war da ja auch stolz einen ganzen Tag lang und habe es mir angeguckt. Aber ich fand's ganz hübsch. Also diese Felder da sind ganz nett mit den Steinen und Gräsern bei dieser sehr bekannten Tropfsteinhöhle, die ich gar nicht mal so geil fand. Abenu, irgendwas oder so. Whatever. Ja, ich habe leider sehr wenige, ich sag mal, Freizeittage dort verbracht. Ja. Aber ja, im Prinzip kann man in so einer Stadt, also es ist ja im Prinzip eine ländliche Stadt oder ein Städtchen oder was auch immer jetzt, Shimonoseki, könnte ich persönlich jetzt schon leben. Es könnte langweilig werden auf Dauer, weil besonders halt, du kannst keine neuen Leute treffen im Prinzip. Also sehr, sehr schwierig. Und Ja. das Problem hatte ich in Norwegen halt schon, ne? In so einer Ministadt und die Stadt war größer. Also in Norwegen waren es vielleicht 20.000 oder so, also im kompletten Entschuldigung, das Dorf, in Stadtumfeld. dem ich au das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hat 15.000 Einwohner. Entschuldigung. Ja, immerhin nah an der Großstadt. Ich google das jetzt. Nicht, dass ich das völlig falsch, aber ich warte mal. Ich kann auch mein Heimatdorf mal googeln. Moment. Man müsste ja im Prinzip dann auch in der Zeit zurückgehen, ne? Na toll, da steht 630 Einwohner je Quadratkilometer. Sag mir doch die konkrete Zahl. Also das Dörfchen, aus dem ich stamme, stand 2011, was auch immer, 9.000 Einwohner. Ja, klein ist das auch nicht. Aber kleiner, ja. Aber halt in meinem Fall ist es einfach nah an einer relativ großen, also größeren Stadt, jetzt nicht so groß wie die Stadt, die bei dir dran war, aber. Ja, also der letzte Ding in Wikipedia ist Dezember 2020 und wir haben, glaube ich, seitdem noch ein Wohngebiet erschlossen. Also das ist schon knappe 13.000. Du kannst davon ausgehen, dass es irgendwo bei 15.000 ist mittlerweile, ja. Ja, und da die Stadt in Norwegen, das war halt mit dem gesamten Umkreis und die Dichte war halt echt nicht hoch. Das ist so albern. Krass. Und daneben ist übrigens, oh, Entschuldigung, daneben ist direkt das nächste sehr große Dorf, wo neben wieder ein sehr großes Dorf ist und wir sind eingekesselt von Städten, deswegen sind wir auch keine Stadt, weil wozu? Haha. Ja. Ja, sehr spannend alles. Und ich glaube tatsächlich, Shimonoseki als Städtchen ist tatsächlich offiziell größer. Also ich glaube, ich google das jetzt auch, wie viele genau die haben. Goddammit. Ja, eine Kleinstadt in Japan ist halt wahrscheinlich immer noch groß. Wenn du überlegst, Großraum Tokio mit hier, vergessen, wie das heißt, ist ja gigantisch Ja, offensichtlich. so auch knapp 30.000. Ja, doppelt so groß dann. Also für Einwohner doppelt so groß dann. Wirkt aber irgendwie anders. Ich kann es echt schwer beschreiben. Es wirkt verlassen, weil auch einfach jedes zweite Gebäude verlassen ist. Ja, aber jetzt das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, das fühlt sich schon auch an wie ein Dorf, auch wenn es echt ein großes Dorf ist. Also die Aneinanderreihung an einzelnen Häusern hört halt irgendwie nicht auf. Aber es fühlt sich halt trotzdem an wie ein Dorf. Ja, aber das verstehe ich auch, dass das problematisch ist, wenn du irgendwie niemanden mehr so kennenlernen kannst oder halt nur online. Ich existiere halt auch recht viel online, deswegen ist bei mir so, ja. Für mich persönlich auch nicht das große Problem, aber so ab und zu mal menschliche Kontakte und tatsächliche Freunde, die man mal ab und zu anfassen kann. Ja, verstehe ich schon, ja. Ja, tatsächlich momentan sind ja viele von den Freunden, die ich hier in Osaka hatte, sind ja eigentlich alle weggezogen. Das heißt, so viele sind auch hier gar nicht mehr übrig. Und es stört mich nicht so krass. Ich merke es manchmal. Ich merke manchmal, wie ich so denke, oh, letzten Sommer wären wir jetzt zusammen an Lake Biwako gefahren. Das haben wir diesen Sommer halt einfach nicht gemacht, weil niemand mehr hier ist. Das ist halt auch schon hart, ne? Immer wieder Leute gehen zu sehen. Das ist auch das Problem mit, ich kann das gut nachvollziehen, weil ähnliche Sprache, man verständigt sich besser, man hat halt schon allein die Gemeinsamkeit, dass man nach Japan ausgewandert ist, die ja gut zusammenschweißt, wenn man westlich ist. Haben wir irgendwie auch Ja. ähnliche Problemchen und viel ähnliche Themen, um sich auszutauschen. Deswegen bilden sich da Freundschaften auch viel häufiger und weil man auch Freunde sucht, weil man ist ja neu. Aber die Ja. Leute auch immer wieder gehen zu sehen, boah. Dafür hast du jetzt einen ganzen Ja, und Haushalt an.
Überbleibsel deiner Freunde bei dir stehen. Das stimmt. Ich habe so einige, also wirklich viele Dinge in der Küche, so, ah, das ist von der Freundin gewesen und das war. Ja, oder auch ganze Möbel. Sogar, deine ganz, fast dein ganzes Möbel, ja, so. Ja. Ah, Möbel, ja. Der Tisch, auf dem hier mein Rechner normalerweise steht, der ist tatsächlich nicht von einer Freundin, aber auch von so hier Motainai-Gruppe. Mhm. Oder dann habe ich unten ein Regal von einer Freundin und ich habe sogar zwei Handtücher von einer anderen Freundin. Das ist tatsächlich, ja, alles sehr interessant. Aber du kannst einfach nichts zurücknehmen, ne? Du wirst Dinge sehr schwer los. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich so auch nicht einfach mal so Sperrmüll angemeldet. Im Zweifel. Es kommt drauf an, wo du wohnst, tatsächlich. Also hier in dem Teil, wo ich gerade wohne, scheint es recht einfach zu sein. Du musst im Prinzip nichts tun. Du musst es nur im richtigen Moment vor die Tür stellen. Was? Krass. Ja, wusste ich auch nicht. Hat eine Freundin, die auch hier wohnt, mir erzählt. Also sie ist Mitte 40, Japanerin. Mhm. Und da, wo ich vorher, also in der Nachbarstadt, in der ich vorher gewohnt habe, musstest du so einen Sticker kaufen, der mit der Größe des Gegenstands zusammenhängt. Also irgendwie Stickergröße A bis zu der Größe, Stickergröße B bis zu einem Objekt dieser Größe und so weiter und so fort. Und dementsprechend waren die Preise angepasst. Ich habe mal einen alten Koffer, der kaputt war, weggeschmissen. Das waren so 800 Yen oder so für den Sticker. Und da musste ich den Sticker auf diesen Koffer kleben und den dann zu dem anderen Müll stellen vom Haus. Und dann wurde der irgendwann abgeholt. Also tatsächlich war es in dem Fall einfach. Vielleicht hätte ich den zu einem bestimmten Zeitpunkt rausstellen müssen, aber wir hatten so einen Müllkäfig. Mhm. Also da konnte nichts passieren. Deswegen stand der da ein paar Tage oder so rum. Und da konnte ich nicht viel falsch machen, zum Glück. Ja, dieser Müllkäfig hat echt einiges an Anxiety rausgenommen, fand ich. Mega. Wie man mülllos wird, ne? Einfach da reintun und nicht mehr drum kümmern. Ja. Ja, und da waren halt Kisten zum Sortieren. Also alles, was nicht in diese Kisten gehört hat, war halt dann für mich burnable quasi, ne? Also da stand eine Kiste für hier Glas, dann Papier war dort auch. Flaschen konnte man dort auch abgeben. Das kann man hier gar nicht in der jetzigen Stadt, kannst du die Flaschen nicht abholen lassen, sondern du musst die zum Supermarkt bringen. Also Plastikflaschen. Ja. Glasflaschen werden abgeholt. Und dann gibt es diese Food Trays oder auch transparente Food Trays, die sind unterschiedlich, also Styropor oder Plastik. Bla bla bla, alles mögliche unterschiedlich. Und das bringst du alles eigentlich zum Supermarkt, um das dort reinzusortieren. Oder auch hier Milchkartons und ähnliche, also alle Tetrapacks. Und ich habe auch letztens bemerkt, der stand da schon immer, ich habe ihn nur nicht bemerkt, gibt es einen komplett Mülleimer für Flaschendeckel. Krass. Übrigens, das würde mich auch echt motivieren, die Flaschendeckel vom Glas abzuschrauben, wenn einfach ein scheiß Müll immer daneben stehen würde, neben den Glascontainern. Tut's aber nicht. Weil da sollst du ja eigentlich auch die Deckel abschrauben. Ja. Ja, übrigens, da hatte ich auch mehr Schwierigkeiten mit dem nicht so richtig gut existierenden Trennungssystem in Amerika. Also wir haben auch 5-mal nachgegoogelt. Ich finde es einfach wild, wenn du Karton mit Glas und Dosen in eine Plastiktüte packst, weil es recycelbar ist. Das ist wirklich wild. Das nicht. Also schon allein dieses Papier in eine Plastiktüte zu stopfen, ne? Also ich bin da gar nicht drauf klargekommen. Und dann auch so Dinge, die für mich selbstverständlich recycelbar waren, waren es dann irgendwie vielleicht doch nicht oder doch. Und ich weiß bis jetzt nicht, ob Getränkepacks, also die Kartons, ob die recycelbar sind oder nicht. Das ist wirklich ein Drama. Ja. Oh je. Also, sorry, aber Glas und eine Dose und Papier zusammen und dann noch irgendwie random Trash dazu, das fühlt sich wirklich falsch an. Ja. Vor allem komme ich ja aus einem Kreis, der gar keinen gelben Sack besitzt. Das heißt, wir mussten auch alles sortieren. Also es gibt Wertstoffhöfe, da fährst du hin und dann, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, sortierst du Dosen, gibt es jetzt nicht mehr wirklich bei Pfand, aber doch so keine Ahnung, Ravioli-Dosen oder so ist eins, Glas ist eins, Papier ist eins, Pappe ist eins, also diese Getränkekartons ist eins, große Plastikumverpackung ist eins, kleine Plastikumverpackungen, Tüten. Es gab viel zu sortieren. Ich weiß das meiste schon gar nicht mehr. So habe ich lange, lange gelebt, bevor ich einen Gemsack kennenlernte, wo du alles reinstopfst und dann nach mir die Sinnflut.
Und vor allem, dann muss man ja mit diesen getrennt sortierten Sachen zum Wertstoffhof fahren und dann Genau. muss man die dort abgeben oder auch selber reinwerfen oder wie Selber lief das bei euch? reinwerfen. Also wir haben grob vorsortiert bei uns eben. Ich glaube, Getränkekartons, Glas und Dosen noch gemixt. Die Plastikverpackung war halt so ein riesiger Bottich. Vor allem, du musst halt auch das Auto haben, wo du es wegbringen kannst, ne? Du Ja. hast da ja eine eigene Müllstation bei dir unten im Keller stehen. Ich weiß nicht, wie Einzelhaushalte das machen. Keine Ahnung. Also wir waren halt eine Familie, die groß ist. Das heißt, wenn wir wirklich so einige Müllcontainer einfach im Keller oder haben immer noch, wo das vorsortiert wird, dann gehst du hin und dann machst du nochmal die Einzelsortierung. Ich weiß nicht. Bei meinen Eltern, wo ich her bin, da gab es tatsächlich auch einen Wertstoffhof, aber halt optional. Ich glaube, da konntest du solche Sachen auch abgeben, rein theoretisch. Also wenn du unbedingt wolltest, wenn du viel hattest so. Aber wir sind dann meistens hin, weil mein Paps früher in einem PC-Laden gearbeitet hat. Das heißt, da ist natürlich hier so Sondermüll wie PC-Gehäuse oder hast du nicht gesehen. Und für sowas musst du natürlich auch zum Wertstoffhof fahren. Und dann musstest du dort mit dem Auto hinfahren. Und dann gab es eine Anmeldung, also mit Schranke. Und dann musst du sagen, was du abwerfen wolltest. Und dann musstest du da hinfahren. Dann konntest du es in diese Container werfen. Aber ich habe das vielleicht zweimal in meinem Leben gemacht. Ja, also Also. das gibt es dann auch bei uns Schrott und auch, ich glaube, Wertstoff, also das, was du hier anmelden musst, damit es von der Straße gepflückt wird, kommst du da auch los. Kostet dich auch, aber wenn du das selber mit Anhänger oder so hinkarst, dann gucken die halt mit Peilen mit dem Daumen drüber und sagen halt einen Preis, so nach dem Motto. Was, weil wir in der Gemeinde in manchen Teilen, in diesen katholischen Teilen recht bekannt sind, bei uns ganz gut ausgegangen ist, öfter mal. Väterchenwirtschaft. Ja, aber da mussten wir öfter auch mal nichts an. Ich glaube, kleinen Elektroschrott auch nicht, aber wir hatten noch nicht diese Container für kleinen Elektroschrott, den du so hier in den Gegenden hast, wo du kleine Sachen loswirst. Ja, und Häckselei, natürlich Gartenabfälle. Das ist nochmal ein Ah, extra Ding, ja. das aber daneben ist. Also wenn du wirklich viel Gartenabfälle hast, Baum zurechtgeschnitten, whatever, dann bist du das da auch losgeworden oder wirst los. Das habe ich hier tatsächlich auch komplett, da vielleicht entblöße ich mich jetzt voll bei Leuten, die wissen, wie man es macht, aber das habe ich hier auch noch nicht rausgefunden, wo ich vernünftig das ausgerupfte Grünzeug loswerde, weil natürlich kann ich das in den Burnable Trash stecken, aber das fühlt sich Ihr genauso habt wie keinen Papier halt auch falsch Kompost. an. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht, aber nicht, dass ich wüsste. Jo, also Ist ich. genauso wie halt Bioabfälle in den Burnable zu schmeißen, fühlt sich auch falsch an. Ja, das hatte ich in Amerika auch. Und Olli so, das tut man in den Häcksler, in die Spüle. Und ich gucke so diese Bananenschale an. Ich so, ich tue die jetzt nicht in die Spüle. Es ist echt. Ja, aber das meiste haben wir echt, musst du die mal reintun, haben wir ins Waschbecken gestopft, den Häcksler angemacht und draufgedrückt. Ist echt wild. Wo geht das denn dann hin? Ja, in den Wasseraufbereitung. Wie heißt das Kompost? nochmal? Nee, du hast ja die Spüle runtergespült. Wirklich? Das geht in die Wassersachen? Wasserwiederaufbereitung. Wie heißt denn das Wort? Also es heißt Wasserwiederaufbereitung. Kläranlage. Kläranlage, genau. Es geht einfach direkt in die Kläranlage. Ja. Ist gut, oder? Das ist halt Faulheit on its peak. Die haben eigentlich auch Scheißrohre und die verstopfen immer. Die Lösung ist, nicht das Zeug rauszufischen, sondern einfach ein Häcksler ins Waschbecken zu bauen. Ja. Also ja, hier in Japan gibt es ja diese besonders wilden auch Auffangmethoden. Wir haben ja auch so einen kleinen, also kein Häcksler, sondern die Auffangmethode, so ein Sieb oder Ja. sowas. Aber mit so kleinen, ich weiß gar nicht, ich habe auch Wortfindungsstörungen, so kleine Löcher in diesem Sieb, dass da wirklich nichts durchfällt und das wird richtig schleimig und eklig. Also so klein, dass auch Schleim hängen bleibt. Also alles Mögliche. Ja, die habe ich auch Und gesehen, die sind echt widerlich. werden sehr schnell sehr widerlich. Das heißt, ich putze den einfach jeden Tag, sonst wird es mir zu i. Und das heißt, der ganze Mist, der sich da drin fängt, schmeiße ich dann auch in den Burnable Trash. Ja, aber so ist ja auch gedacht. Also ich schmeiße es in den Kompost dann meistens, aber jo. Und ich habe auch nicht so feingliedrig. Ich habe so einen ganz groben Sieb bei mir, der so die gröbsten Sachen abhält, weil unsere ist schon okay. Ja, ich Als habe halt auch Abschlüsse. in meinem allerersten Apartment in Japan, wo ich war, also für 3 Monate nur Exchange, da ist es mir tatsächlich passiert, dass das in der Küche sich verstopft hat. Und ich habe sehr selten gekocht. Ich war nur 3 Monate da und habe dort fast nichts drin abgewaschen. Zu dem Punkt, wo ich halt, ich war auch mental nicht so auf dem stärksten Punkt meines Lebens, dann einfach die letzten 2 Wochen im Badezimmer abgespült habe, wenn ich zum Beispiel meine Kaffeetasse oder so, weil ich einfach mit dem Problem nicht,
Ich konnte es nicht ansprechen. Ich hätte irgendwen irgendwo anrufen müssen, für irgendwas irgendwie zu irgendwie vielleicht hinzukriegen. Und das ging nicht. Es ist so, wie ähnlich Menschen einfach sind, ne? Weil, also Kronk hat eine sehr ähnliche Geschichte aus Amerika. Da ging auch der Häcksler kaputt. Und die haben einfach ein Handtuch über das nicht funktionierende Küchenwaschbecken gelegt. In der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst löst. Ende vom Lied. Wasser war immer noch drin, hat irgendwann geschimmelt. Sie mussten irgendjemanden rufen. Und ich bin hier eingezogen mit einem völlig verstopften Küchendings. Küchenabfluss. Ich habe mir so, okay, Nudeln gibt's jetzt erstmal nicht. ich wollte mich ja auch nicht mit beschäftigen. Ende vom Lied ist, ich habe die Rohre ausgetauscht, als ich mich damit beschäftigte, weil die komplett dicht waren. Ich glaube, es war altes Fett. Die haben einfach das flüssige, heiße Fett jedes Mal das Rohr, das sehr waagrecht im Keller verläuft, runtergeschüppt, das natürlich kalt geworden ist und sich wirklich bis komplett, das ganze Rohr war zu. Komplett voll. Und das hat gestunken. Zum Glück war das nur fürs Waschbecken der Küche. Eieiei. Meine Fresse. Ja, weil vielleicht hat mein Dad beim Versuch, das Rohr zu entstopfen mit so einer Spirale und es von unten zu versuchen, das ganze Rohr abgebaut. Da dachte ich so, gut, dann können wir direkt neue Rohre anbauen, wenn jetzt schon alles auf meinem Boden liegt und dreckig ist in meinem Bastelzimmer. und nach sehr alten, ranzigen Fett stinkt, was sich ungefähr so stinkt wie Kacke. Ist auch manchmal gut, das einfach zu verdrängen. Boah, aber ich habe gerade noch mal so einen extra Schub an Bock bekommen, irgendwie so ein Haus zu kaufen mit Garten und dessen dann Kompost anzulegen. Ja, dafür ist mein Haus viel zu klein, um da noch einen Kompost reinzubügeln. Sagen jetzt, es gibt Leute, die haben einen Kompost auf dem Balkon. Sagst du, mit deinem riesigen Garten, mit Baum und Teich. Mit meinem winzigen Garten, der noch kleiner geworden ist, weil ich einen großen Teich reingebaut habe. Ja, es gibt auch Leute, die haben Komposthaufen auf dem Balkon, ich weiß. Aber es ist nicht so mein Kink. Aber ich habe auch einen Biomüll. Ne? Ist eigentlich auch gar nicht so mein Kink. Aber nur um zu untermalen, wie furchtbar ich das finde, das hier in den, ja, wie auch immer, Restmüll zu werfen. Ja, wobei so viele Sachen, für Grünschnitt kann ich es verstehen, aber ich hätte jetzt auch Obstschalen, finde ich schon schwierig. Also du kannst gar nicht mal so viel darauf hinaus auf so einen Kompost schmeißen, dass der gut wird, sage ich mal. Aber ich hätte ja gerne auch Pflanzen, weißt du, was ich meine? So ein paar... Ja. Tomatpflanzen oder hast nicht gesehen und sowas würde dann vermutlich auch tatsächlich auf den Kompost gehen. Ja. Ihr Grünschnitt geht immer klar, denke ich. Hm. Ja. Super Side Rant. Richtig. Wann kann ich mir endlich mein Haus in Japan leisten mit dem Garten? Close to never, aber du hast jetzt PR, also es ist ein ganzes Stück möglicher. Sorry. Das ist zumindest meine Realität. ja, wo ist inne? Okay, Faden verloren. Too real, Ela, too real. Ja, es tut mir leid. Es gibt dieses Lied, es tut mir leid, ich bin betrunken, es fällt mir schwer, unehrlich zu sein. Tut mir leid, ich bin echt fertig, es fällt mir schwer, unehrlich zu sein. Das ist schon okay. Ja. Gut, haben wir sonst noch ein Thema? Außer, dass ich nochmal bei den Minot Falls war und die sich immer noch lohnen. Minot Falls. Ja, also das nächste Mal, wenn ich mal vorbeikomme. Mein derzeitiger grober Plan sieht ja erstmal vor, bei dir zu landen und zu chillen, wann auch immer das passieren wird. Habe ich das auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und Lake Beaver und die ganzen Sachen, die ich noch nicht gesehen habe in der Gegend. Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn du deinen Führerschein mitbringst, kannst du auch einfach mit dem Auto rumfahren. Ja, wir müssen neu translaten lassen, weil ich habe ja einen neuen Führerschein, weil ich habe ja Augenlasern lassen. Ja, aber richtig. Ja. Kein Problem. Ja. Ich kann ja jetzt mit dem Auto vorfahren und muss da nicht mehr eine Stunde hinlaufen. Das ist richtig. ist das immer noch die gleiche Stelle, trotz Umzugs? Ja. Ach krass. Okay, die ist ja noch viel weiter weg dann, oder? Ja, jetzt wäre sie noch viel weiter weg, bestimmt. Ja, okay. Ja, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, weil wir doch schon bei fast 1,5 Stunden sind, tut uns ein bisschen leid, aber ein bisschen auch nicht, dass so ein bisschen derailed ist, aber in 2 Wochen wird es bestimmt besser. Wir hatten eigentlich auch einen Plan für die Folge, aber das ist... es gab einen Plan. Es gab einen Plan, wir konnten ihn nicht durchführen, weil das wäre viel zu halbherzig gewesen, deswegen haben wir jetzt halt über unsere Abwesenheiten geredet, aber ich glaube, 1, 2 interessante Sachen waren schon dabei. Von daher wünsche ich dir
Eine wunderschöne gute Nacht, weil es ist bei dir auch schon wieder echt spät. Und? Das ist richtig. Einen Fun Fact am Ende noch. Ich habe tatsächlich morgen Urlaub, weil wir sowas haben, das nennt sich Company Holidays. Also morgen ist kein Feiertag, aber die Firma hat beschlossen, dass jetzt Firmenfeiertage sind für 3 Tage. Ganz schwierig. Aber ich hab mir gedacht dieses Mal so, boah, okay, ich nehm die Feiertage. Ist natürlich von meinen freilegbaren, wie heißt das denn jetzt, Urlaubstagen, wird das natürlich Abgezogen. abgezogen, Ja, das geht aber halt nicht, nein. ich könnte arbeiten. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ich möchte aber arbeiten, geht das inzwischen? Ich habe mich da vor 3 Jahren, als ich dort angefangen habe, so hart beschwert, dass es jetzt offiziell okay ist. Aber unsere Fabrik wird hart runtergefahren. Für die, die in der Fabrik arbeiten, ist es nicht optional. Dass es halt von deinen Urlaubstagen abgezogen wird, finde ich halt echt ein bisschen schäbig. Zum Beispiel die Hochschule da, die hat ja auch an bestimmten Tagen, so zum Beispiel Rosenmontag, aber du kannst das vorarbeiten, du musst da nicht Urlaub nehmen. Was auch sehr cool ist, meine jetzige Firma hat spontan beschlossen, uns allen einen Brückentag freizugeben. Und die da Urlaub genommen haben, haben ihn automatisch wieder gutgeschrieben gekriegt. Ja. Ja, also die Erklärung ganz, ganz schnell noch hinterhergeschoben ist im Prinzip, also die beste Erklärung, die es gibt. Das heißt nicht, dass es gut ist, dass halt viele Japaner immer noch nicht Urlaubstage nehmen. Und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Firma aufpassen soll, dass jeder Mitarbeiter mindestens 5 Urlaubstage nimmt. Das heißt, es gibt diese 5 festgesetzten, quasi flexibel gesetzten, also sie sind im Prinzip flexible Urlaubstage von den Mitarbeitern, aber die Firma setzt sie fest, dass sie die dort nehmen müssen, damit halt gesetzlich die Firma keine Gesetze bricht. Ja, weil die sonst nicht nehmen würden, weil die japanische Kultur ja Richtig, sagt, du genau. nimmst keinen Urlaub. Ja, da fällt mir aber gerade ein, wir arbeiten auch mit, oder ich kenne eine Firma, sag ich mal so, wo das auch ist. Die haben auch Company Holidays für 2 Wochen, wo alle Urlaub nehmen müssen. Weil einer gemeint hat, ich habe keinen Bock, alleine irgendwie Support zu machen, wir sind alle nicht da. Und jetzt ist das so. Die haben irgendwie so 2, 3 oder den ganzen Monat, wo alle nicht arbeiten in dieser Firma. Und das halt festgeschrieben. Würde mich aber ehrlich gesagt abfacken, vor allem wenn es im Sommer ist, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn irgendwelche von diesen Leuten Kindern haben, weil ich hatte das Problem ja schon, dass ich an der Hochschule immer während des Semesters da sein musste, obwohl ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bin. Also heißt das, ich hätte eigentlich gar nicht da sein müssen. In der Theorie. Nur in den Sommermonaten Urlaub nehmen konnte oder so kurz mal im Herbst oder Frühjahr, wenn halt keine Vorlesungen sind. Das schränkt dich schon hart ein, weil manchmal hast du dann Tsunamis-Season oder es ist zu heiß oder dies oder du willst Kirschblüten sehen oder du willst Herbstlaub sehen oder du willst Nordlichter sehen und das ist alles nicht möglich. Ja. Das ist schon anstrengend. Rentende. Ja. Ja, das war noch der Abschweif zum Ende. Genau, Und dann deshalb, also ich schön gehe vielleicht noch abschlafen. gerade, vielleicht gehe ich noch eine Runde zocken. Diablo, hey. Ja, es ist rausgekommen. Ich hasse es. Es geht, ich spiele es, aber es geht mir nicht zu meinem Herz auf wie bei den letzten. Okay, dann noch morgen einen wunderschönen freien Tag. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.